das Licht. Also, willkommen zum mittlerweile 8. FUM-Film-Vlog. Zum Film Die Tribute von Panem. Wir haben heute einen Special Guest dabei. Martin und ich sind nicht alleine, sondern wir haben heute Richard mitgenommen. Toll, so begrüßt du unsere treuen drei Fans, die wir haben oder so. Natürlich. Er ist einer davon. Ja gut, okay, die anderen beiden dann halt. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, also entschuldigt, wenn ich zwischendurch ein bisschen huste. Die Tribute von Panem. Das Ganze basiert, ich bin völlig ohne Vorwissen eigentlich in diesen Film reingegangen. Ich habe mir die kurze Synopsis angeguckt. Das Ganze basiert auf einer weltweit erfolgreichen Romanreihe anscheinend. Ja. Und ist. Ja. Wollte Talia mir heute andrehen? Ja. Und ist jetzt verfilmt worden. Die Story dreht sich darum, dass es in Amerika der Zukunft ein totalitäres Regime gibt, das einmal im Jahr die sogenannten Hungerspiele abhält, bei denen aus den 12 Distrikten der da existierenden USA, der fiktiven futuristischen USA, jeweils zwei Kinder bzw. Jugendliche ausgewählt werden. Die 14 in die Hauptstadt, bis 18 war das. 14 bis 18? Irgendwie sowas. Rue sah ziemlich drunter aus eigentlich. Nur ja, so das auf 10 ist, glaube ich. So Nude-mäßig. Wir besorgen uns irgendwann die Bücher und... Ja, ja, irgendwann lesen wir das, glaube ich, alles mal nach, was wir hier mitbekommen haben dann. Die werden dann in eine Arena gesteckt in der Hauptstadt, in eine Waldarena und müssen gegeneinander kämpfen. Und nur einer kann überleben und wird dann als Sieger gefeiert. Und das Ganze wird im Fernsehen übertragen, so als großartige Show, Blutvergießen und so, kommt ja immer gut an. Ja. Und nun ist es so, dass im Distrikt Nummer 12 wird die junge Primrose Everdeen ausgewählt. Was allerdings nicht gern gesehen wird von ihrer Schwester, ihrer großen Katniss, und die dann sich freiwillig meldet, um bei diesen Spielen teilzunehmen dann. Und sie reist in die Hauptstadt und tritt massiv Arsch. Das können wir schon mal spoilerfrei sagen, denke ich mal. Also, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. 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 Genau. Ziemlich. Ziemlich. Ja. Ziemlich sehr. Ziemlich ja. sehr. Ja, durchaus. Gut, weiter. Weiter im Text. Ja gut, also darum geht es im Groben und Ganzen. Es ist nicht so viel zu spoilern unbedingt, weil wer Geschichten kennt, der weiß, wie es am Ende ungefähr ausgehen wird, sage ich jetzt mal so. Es passieren trotzdem kleine Überraschungen zwischendurch, einfach die ich doch ein bisschen ja, blöd fand, ein bisschen traurig fand. Aber gut, das bin halt ich. Mir hat der Film im Großen und Ganzen super gefallen. Ich bin, wie gesagt, ohne Vorwissen reingegangen und wow, der Film hat mich fast umgehauen. Obwohl er in den ersten 10 Minuten aufgrund dieser mega verwackelten Kameraarbeit, kannst du das mal eben so... So in etwa würde es aussehen, würde ich filmen? Ja. Da war ich irgendwie in der... Ja. Da war ich irgendwie so in der Stimmung, fuck this movie. Irgendwie... Kann nicht mal jemand die Kamera gerade halten? Kann jemand dem Praktikanten mal die Kamera aus der Hand nehmen und sowas? Es hat sich aber auch gebessert und es war nicht in jeder Szene zum Glück so. Die haben den Praktikanten die Kamera aus der Hand genommen. Genau, haben sie quasi gemacht. Ich möchte mal eure Meinungen hören dazu. Also es ist eine Welt, in der ich nicht unbedingt gern leben würde. Blut und Spiele, schön und gut, aber... der Modegeschmack da ist unter aller Sau. Das ist allerdings wahr. Die hatten verdammten Spaß an irgendwelchen abartigen Haarfärbungen, übertrieben bunten Klamotten und auch die Innenausstattung aus der Hotelsuite war... Naja. Ja, sagen wir es so. Also jede Anime-Convention sieht irgendwie stilvoller aus, sag ich jetzt mal so. Könnte man meinen, ja. Ja. Durchaus. Ja, und sonst, wie gesagt, Blut und Spiele, schön und gut, aber keine Welt, in der ich leben wollen würde.
Ja. Besonders beeindruckend. Darf ich auch was sagen? Ja, nein, genau. Kann du die Kamera. Nimm dir die Kamera ab. Ja, nimm mir die Kamera ab. Aber schmeiß sie nicht in die Weser, das ist. Was will ich sagen? Ja. Also, ich bin. Mein Vorwissen in diesem Film war minimal. Ich habe mir einen Wikipedia-Artikel dazu überflogen. Von daher kannte ich ein paar der Plotpunkte, aber fast nichts. Ansonsten kannte ich nur den Trailer und habe daher ein. Ich habe schon einen ansprechenden Film erwartet, aber dieser Film hat mich überrascht. Denn er hätte mich genauso gut negativ überraschen können, aber ich bin echt begeistert von diesem Film. Mhm. Ein großes Plus war der Moment, als Woody Harrelson ins Bild getreten ist. Oh ja, den habe ich ganz vergessen. Das hat den Film unglaublich aufgewertet, weil einfach weil er dabei war. Wir müssen dazu sagen, wir sind unglaublich große Woody Harrelson-Fans. Jeder Film, in dem er auftaucht, hat irgendwie gleich einen Bonus bei uns. Absolut. Und vor allem, wenn wir es nicht wissen, dass er in dem Film mitspielt und er dann plötzlich auftaucht. Wenn er überraschend da ist, das ist... Ja, ja. Und er war auch wieder typisch Woody Harrelson-Mentor-mäßig. Hm. Fast wie der Barkeeper-Mentor aus Saku. Daran hat er mich auch zwischenzeitlich erinnert, aber er hat mehr getrunken irgendwie. Ja. Gerade bei seinem ersten Auftritt, erste Aktion ist, sich erstmal einen Rum einzuschenken und sich beschweren, dass es keine Eiswürfel gibt. Ja, genau. Das war ein unglaubliches Plus. Ja, wirklich. Also, er bereichert jede Szene, in der er ist eigentlich. Selbst die, wo er nur Textnachrichten geschickt hat. Ja, ja. Genau. Wenn man sich das mit seiner Stimme im Hintergrund vorgestellt hat, also beziehungsweise seiner ganzen Art und sowas alles, ne? Das nennst du einen Kuss? Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Der Film ist toll. Das war nicht, was ich sagen wollte. Ja, er lässt uns so ein bisschen... Ja. Also, ich will auf jeden Fall mehr von diesem Setting sehen. Weil, gut, es ist nicht wirklich neu, diese Spiele um Leben und Tod ist kein neues Konzept. Hm. Ich habe auch Battle Royale 1 und 2 gesehen, sind übrigens auch sehr empfehlenswerte Filme, die allerdings eine Spur härter sind. Dieser Film hier ist deutlich, er ist relativ zahm, ja. Wobei er auch Gewaltszenen zeigt, aber eben nicht im Vordergrund steht. Der Kampf um Leben und Tod steht nicht so direkt im Vordergrund, dass man die Leute da quasi ausweidet. Zumal Katniss nicht auch unbedingt auch eine Protagonistin ist, die nur tötet in Notwehr halt, also was mir auch aufgefallen ist eigentlich. Im Grunde hat sie hat nur einen wirklich selbst getötet. Wobei der Bienenkill ist auch ihr zuzuschreiben. Ja, das stimmt schon. Not the bees, not the bees. Wir hatten sofort Nicolas Cage vor den Augen. Ja. Also, we come. Also hast du noch was zu sagen eben so? Sonst würde ich kurz jetzt darfst du was sagen. Ich erinnere mich dann in der Zwischenzeit daran, was ich sagen wollte. Was ich noch sagen wollte, ich finde, dass das Ganze eine unheimlich fatalistische Story ist. Fatalismus ist, dass man sein Ende quasi schon vor sich sieht und eigentlich weiß, es geht nur auf ein einziges Ende zu, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube mal, weil das ist so. Ja, ist es. Ja. Und ich finde, das ist unheimlich gut umgesetzt, ohne weinerlich und emohaft zu wirken, sage ich jetzt mal so. Ich habe zwar zwischendurch aus Spaß mal Crawling von Linkin Park angestimmt irgendwie so, aber es ist tatsächlich sehr, sehr gut gemacht, dass diese Kinder, / Teenager, wissen, dass nur ein einziger von diesen 24 überleben kann und dabei tatsächlich auch mit unheimlicher Nervosität quasi in diesen Kampf reingehen. Das spürt man unglaublich gut wirklich. Was auch sehr mies ist, finde ich, ist, dass pro Distrikt 2 Leute hingeschickt werden, weiß, dass nur einer von den beiden wiederkommt. Das heißt, Freunde müssen sich unter Umständen dann töten, auch gegenseitig. Und im Vorfeld wird viel trainiert und die Medien, die testen die einzelnen Kandidaten und bewerten sie nach Nummern und sowas. Und die können schon ungefähr sehen, so, oh Gott, habe ich eine Chance überhaupt, das zu überleben und sowas alles. Und die meisten, nein, schaffe ich nicht. Es gibt einige, die trainieren ihr ganzes Leben daraufhin, dann irgendwann ausgewählt zu werden und da teilzunehmen dran an diesen Spielen dann auch. Die sehen das natürlich wieder ein bisschen anders dann, aber... Töten war das Einzige, was ich gelernt habe. Mein Tötungslehrer sagt, ich werde ein Tantur-Talent. Das ist unheimlich
bewegend auch gemacht. Also ich war tatsächlich habe ich wirklich gerade bei Katniss dann und Peter, die beiden Protagonisten aus Distrikt 12, habe ich gesehen, mein Gott, die armen Kinder quasi, habe ich so gedacht. Also da kommt der Pädagoge auch ein bisschen in mir durch. Holt die Teenies da doch mal raus irgendwie aus diesem Loch. Da irgendwie. Das ist furchtbar. Und geradezu davor diese Perversion, dass im Kapitol der Hauptstadt, wo alles reich aufgeblasen und mit diesen unglaublich skurrilen Frisuren, dagegen ist das fünfte Element nichts wirklich, also was wir da gesehen haben heute. Während in den Distrikten alles grau und in einfachen Erdfarben und so gehalten ist, sehr ländlich, sehr bauernhaft. Das Erste, was man vom Kapitol gesehen hat, war ja diese Promoterin, die da völlig übermäßig geschminkt passt ist. Passt sie überhaupt nicht da rein und sowas. Die war auch ein bisschen annoying irgendwie. Aber ja, ich bin auch froh, dass wenn sie nicht im Bild war und durch Woody Harrelson ersetzt wurde. Genau, ja. Was ich auf jeden Fall als großes Plus empfand, war, dass diese Perversion dargestellt wurde in der Hauptstadt. Die sitzen da an reich gedeckten Tischen und so und die einzelnen Teilnehmer an den Spielen, die Tribute, wie sie genannt werden, die sitzen da an reich gedeckten Tafeln und können sich den Wanst vollschlagen und sowas. Sie werden gewaschen, sie werden in feine Kleider gestellt, sie treten in einer großen Show auf und sowas alles, nur um sich dann am Ende zu gegenseitig umzubringen. Also quasi wie die Henkersmahlzeit nochmal vor ihrem Gang zum Schafott quasi eigentlich. Und die Todeschancen stehen 24 zu 1 oder so, glaube ich. Also beziehungsweise die Chance zu überleben steht 24 zu 1. Das ist das muss ein wahnsinniger Druck sein, der, und ich nehme den Film jetzt mal ernst, also auf diesen ja, Kids liegt eigentlich. Das ist wahnsinnig gut umgesetzt einfach dann. Und also ich bin fasziniert davon einfach. Wow, hat mich umgehauen einfach. Es macht nicht den Eindruck, als ob das jetzt, als ob das irgendwie nur ein Film wäre, der rausgehauen wurde, weil die Romanvorlage gerade erfolgreich ist, sondern weil sich jemand da wirklich Gedanken drum gemacht hat, wie können wir das glaubhaft umsetzen, wie sich die Tribute quasi fühlen, die Menschen dort. Das ist meiner Meinung nach toll gemacht. Hi. Die Umsetzung ist wunderbar gelungen. Ja, auch schauspielerisch. Also allen voran, Woody Harrelson. Nein, aber auch die Darstellerin, die Katniss spielt. Katniss, Niss, muss ich nochmal rausbringen, den Witz jetzt. Nein, die ist, hat das Ganze wunderbar glaubhaft rübergebracht. Und ja. Wobei, Glaubwürdigkeit habe ich ein kleines Problem, muss ich sagen. Ja. Ja gut, stimmt. Kann mich selbst filmen, aber... Oder euch filmen, während ich spreche. Ich kann meine Nase filmen. Du hast letztes Mal meine Nase gefilmt, das war auch sehr spannend. Hast du denn mittlerweile das Nazi-Gold gefunden, was da drin versteckt ist? Ja, ich habe es in einem geheimen U-Boot-Bunker verlegt. Das ist ein Simpsons-Zitat. Ich war bei der Glaubwürdigkeit. Mhm. Das Problem ist, was ich ein bisschen hatte, es hat den Film nicht wirklich runtergezogen, aber ein bisschen gestört hat es mich eben schon, dass sich da Bündnisse gebildet haben zwischen diesen, zwischen den Tributen. Ja, zwischen den einzelnen Jugendlichen. Und dann sind die da teilweise zu fünft rumgezogen und haben nach und nach die anderen ausgeschaltet. Das fand ich sehr seltsam, weil eigentlich jeder von diesen ja wusste, dieses Bündnis hält nicht. Ja. Und ich, wenn ich an deren Stelle wäre, ich würde nicht das Risiko eingehen, so ein Bündnis zu bilden. Ja, ja, ich habe mich auch gefragt, wie können sie ruhig schlafen, ohne irgendwie zu erwarten, dass am nächsten Morgen ihre Hälse durchgeschlitzt sind quasi. Ja. Weil die müssen ja, die wissen, am Ende stehen wir sowieso gegeneinander. Warum also nicht die Gelegenheit nutzen? Das, ja, ja. Das fand ich etwas seltsam. Könntest gleich vier Leute auf einen Streich ausschlagen dann halt, ne? Das muss ich auch sagen, das fand ich auch ein bisschen... Aber gut, Kato war nicht der intelligenteste. Kato, der Hauptantagonist... Aus District 1. El Duche Bergerino, wie ich ihn auch gerne nenne. Oder General Schmalzlocke oder sowas. Also das war so... Das war... Der war... Erinnert mich ein bisschen so an ein paar Assis von meiner alten Schule halt. Aber gut. Nein, ich meine nicht euch. Danke! Ich meine die Schule davor dann halt. Da gab es ein paar Oberstüfler, die ein bisschen so... So Spackos wie er waren halt irgendwie. Auch nur töten konnten. Töten ist alles, was er kann. Nein, also. Ja.
In dieser Bündnissituation zwischendurch gab es dann auch eine etwas fragwürdige Entscheidung, wo die Katniss belagern wollten, obwohl sie 5 gegen 1 klar überlegen waren und einen Bogen dabei hatten. Ja. Sie haben 2 Pfeile verschossen. Sie hatten aber noch einen Haufen anderer Pfeile dabei. Nachdem die beiden Pfeile nicht getroffen haben, haben sie sich gesagt, die treffen wir niemals im Leben! Ja, ja. Belagern wir sie! Macht ein Feuer! Also Katniss saß oben auf einem Baum fest quasi und... Das fand ich auch etwas seltsam. Am Ende haben die dann da zu 5 unter dem Baum geschlafen und wurden von Bienen getötet. Ich verrate nicht so viel, das ist eigentlich eine der coolsten Szenen. Auch sie wurden auch nicht von Bienen alle getötet, aber... Ja, ja. Und dabei hätte man den Baum einfach stumpf abfällen können. Ja, man hätte den Baum einfach Baum fällen können oder noch ein paar Pfeile mehr hochfeuern. Ja. Aber gut, wie gesagt, Kato ist nicht der intelligenteste unbedingt von denen das ist gewesen. Richtig. Ne? Ich fand eine von den Bösen, ich nenne sie mal Machettis Tochter, weil sie ist. Weil sie mit dem Messer geworfen einfach hat. Einfach einen Haufen Messer, weil ich hatte eben Danny Trejo in. Machete. Nee, in Machete und auch in Desperados war er das, glaube ich, wo er seine Weste aufhatte und dann die ganzen Wurfmesser drin hatte. Genau so ist dieses Mädchen rumgelaufen. Das, und sie hat auch ähnlich agiert wie er. Ja, ja. War cool. Ja, man hat sich einfach eine funktionierende Vorlage gesucht. Punkt. Ja, genau. Also, wollen wir mal weiterkommen zu den besten Szenen irgendwie jetzt? Also, ja. Ich habe da einige Favoriten, also die ich persönlich richtig, richtig toll fand. Wollt ihr erst oder soll ich? Oder? Du hast die Kamera gerade in der Hand. Ja, ja. Aber genau. Beste Szenen, ja. Also, ich muss sagen, die mit den Bienen fand ich nicht so herausragend, weil ich fand, sie war vom Setting her ein bisschen. Was ein Zufall! Ja, ja, das stimmt, aber how convenient, ne? Aber ihr was Drogenrausch danach. Genau, ja, genau. Der war cool. Das war also so ein Halluzin. Ich habe das erst nicht richtig gecheckt, dass sie noch von den besten Stichen. Ja, zu meiner besten Szene erstmal kommen. Ja. Das war. Also, was wolltest du. Du stehst direkt an der Weserkante, das ist natürlich gefährlich. das war, wo sie die einzige Explosion im Film quasi ausgelöst hat. Das fand ich sehr cool, auch wie sie danach immer noch benommen war. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie nicht wahrgenommen wurde, obwohl sie im freien Feld lag. Das fand ich aber seltsam. Aber wie sie da eben die kompletten Vorräte, also die Gruppe, die zusammengetan hat, die komplett alle Vorräte bei sich gehortet und eigentlich eine Falle aufgebaut, damit, dass da keiner rankommt. Und dann ist sie da hingegangen und hat von Wu, dem kleinen Mädchen, dafür Ablenkung sorgen lassen und hat dann mit ihrem Bogen dafür gesorgt, dass das explodiert. Ja. Wie das im Detail funktioniert, brauche ich jetzt nicht erklären. Ihr sollt den Film ja auch noch sehen. Ja, ja. Und diese Szene fand ich sehr eindrucksvoll eigentlich, auch wegen der Explosion. Und vor allen Dingen eben, weil dadurch der große Vorteil dieser Gruppe, dieses Lager, in dem sie alles haben, nichtig gemacht wurde. Danach hatten die einfach nichts mehr. Also ich fand's schon gut, allein dadurch, dass El Duche Beggarino eins ausgewischt wurde, richtig? Also ich muss aber sagen, in der Szene wiederum, wo dann... die Wache, die da zurückgelassen wurde und versagt hat, wo er ihm dann einfach so das Genick da, ja, das fand ich ein bisschen albern. So ist Kato, ich brauch dich nicht mehr! Ja. Nein, er war wütend halt, Überreaktion. Ja, ich fand das aber irgendwie, das kam merkwürdig rüber, ich musste in der Szene lachen. Ich musste in diesem Film öfter mal lachen, wenn Leute gestorben sind, muss ich sagen. Das macht der Bund aus Menschen. Ja, es tut mir auch leid. Nein, schon gut. Ja, das war meine beste Szene. Ja, ja. Ja, mein persönliches Highlight kam so ziemlich zum Schluss. Ach, da ist er. Ja, ich bin nicht der blöde Lampenboss. Hi, Lampenboss. Nein, okay. Weil ausnahmsweise hatten die beschissenen Wachen vom Zentrum mal brauchbare Uniformen an. Vorher waren die nur in wirklich hässlichen, uniformartigen Gebilden unterwegs. Selbst das Dritte Reich hatte bei der SS bedeutend mehr Ästhetik bei der Wahl der Kleidung. Ich glaube, du bist eine echte Bereicherung für Fum. Ja. Wollen wir ihn direkt in der Weser ertränken? Weiß ich nicht, also. Ja. Aber wir sind ja in New York, haben wir ja etabliert. Das ist nicht die Weser. Das ist der Hudson. Das ist die Weser. Tja. Okay, mir ist gerade noch eine andere Szene eingefallen, aber
Ja, du darfst ruhig also, erstmal was sagen. Ja, aber ich erzähle lange, das weißt du. Okay, dann. Es dreht sich um Rue dann noch. Rue ist ein kleines Mädchen, also ich, wie gesagt, ich hätte sie auf 10 oder so geschätzt vielleicht. Nein, 12 war sie wenigstens. 10, 12. Sowas in Umdrehung. Wie gesagt, literarische Vorlagen kenne ich nicht. Ein kleines afroamerikanisches Mädchen mit Dreads und sowas drin halt. Also, was heißt Dreads? Bisschen dicker. Und die hat sich mehr oder weniger wie ein Schatten von Katniss halt agiert und ihr immer geholfen und sowas. Und die beiden haben sich zusammengetan dann halt. Ich glaube da weniger aus Pragmatismus, sondern weil Rue tatsächlich so eine Art große Schwester dann halt in Katniss gesehen hat, mit der sie das vielleicht hätte überleben können oder sowas. Und Spoiler! Zudem hinaus, also persönliches kommt wieder. Ja. Das Weichei in mir raus, sag ich jetzt mal. Dieses Kind war unheimlich niedlich, einfach fand ich. Und also. Gut. Pädophile Sorgen. Ha 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 ha. Wie gesagt, eine Bereicherung für Foom Entertainment. Richard Buhorb. Ja, ja. Ja. Nur wegen grenzwertiger Kommentare. Nein, aber meine Lieblingsszene war einmal. Als die Spiele losgehen, läuft ein Countdown ab und die einzelnen Teilnehmer werden in Röhren nach oben an die Oberfläche gefahren, in einem Kreis zueinander. Der Countdown läuft ab und danach verschwindet der Sound und alles läuft in sehr hektischen und sehr verwackelten Bildern ab und sowas. Was für eine Kampfszene ideal ist, weil in dieser Szene stirbt gleich die Hälfte aller Kandidaten weg. Weil sie nämlich alle zu einem Hort mit Waffen rennen dann halt. Das Füllhorn, genau. Anstatt sich in die Wälder zu flüchten dann halt. Und da passiert erstmal großes Gemetzel. Man sieht wirklich nicht viel, aber es ist unheimlich verstörend. Vielleicht gerade deshalb auch. Also ich fand die Szene, wow. Also wie gesagt, keine großartige, explizit dargestellte Gewalt, aber ich glaube, das, was man sich da vorstellt. Eben, gerade die Anleitung hat da ziemlich viel ausgemacht. Vor allem, weil man weiß, die sind alle noch, teilweise waren da auch sehr junge Kinder noch dabei. Genau, eben. Das kommt noch hinzu und so weiter. Und die sind dann auch sehr, also einmal habe ich gesehen, wie eine mit dem Messer immer weiter auf jemanden einsticht. Ja, ja. Also, aber ohne jetzt zu sehen, die Wunden zu sehen. Ja, ja, man hat einfach nur gesehen, wie. Genau. Vor allem, wie dieses Kind auf den anderen einsticht. Das war. Genau, verstörende Bildfetzen wirklich und alle da drauf und dran, sich wirklich umbringen zu wollen auch. Und besonders Kato hat mir in dem Moment richtig Angst gemacht. Die meiste Zeit habe ich ihn einfach nur gehasst, weil er ein Arschloch ist halt. Aber in dem Moment hatte ich saumäßig Schiss vor ihm, wie er da mit dem blutverschmierten Messer da rumrannte. Also Schwert, Messer, Dingsens da irgendwie. Wow, das fand ich richtig mies eigentlich. Also, ja, das war eine meiner Lieblingsszenen dann halt. Der Drogenrausch von Katniss, nachdem sie von den Wespen gestochen war, die sehr tödlich sind eigentlich. Und also dort in diesem Gelände sind extra genetisch mutierte Wespen ausgesetzt worden, um halt noch ein besonderes Element hinzuzufügen dann halt, das Katniss dann ja auch ausnutzt. Aber sie wird halt selber auch von einer der Wespen, von mehreren gestochen und halluziniert danach. Das ist auch ziemlich gut gemacht, finde ich eigentlich. Das fand ich ziemlich toll. Also ich stehe sowieso auf so Halluzinationsszenen irgendwie im Film. Ich stehe auf Halos. Dann sollten wir dir beim nächsten Film mal irgendwelche Drogen besorgen, dass du selber Halos schiebst. Ja. Ja, also das waren so meine großen Lieblingsszenen da drin. Also, darf ich nochmal? Dabei finde ich den ganzen Film super einfach. Also von vorne bis hinten, und er hat richtig poetische Momente zwischendurch. Also auch wenn ich am Anfang die Kameraführung wirklich verflucht habe, zwischendurch sind super geile Einstellungen einfach da drin, die einfach toll sind. Also kurz nachdem alle die ersten 12 gestorben sind in diesem großen Gemetzel dann halt, hebt Katniss zum Beispiel einen Schmetterling irgendwie auf ihrem Finger auf, der sich auf ihre Hand gesetzt hat. Ein ganz kleines nebensächliches Detail irgendwie, das gar nicht große Bedeutung hat, aber es ist einfach ein tolles Bild dann halt irgendwie so. Also, und ja, einige der Einstellungen zwischendurch sind einfach der Hammer gewesen. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass das, wie gesagt, kein einfach schnell herausgeschludertes Geldmachprodukt ist, sondern dass da auch
Ich meine, es mag sein, dass die schnell Cash-In machen wollten aufgrund der erfolgreichen Buchvorlage, aber man hat sich da doch Gedanken drüber gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Und der Wald, in dem sie sind, ja, Entschuldigung, der ist einfach unheimlich klaustrophobisch, also wirkt der auf mich. Also ich habe die ganze Zeit, habe ich gedacht, von jeder Seite kann jetzt irgendwie jemand kommen, der sich versteckt hat. Das fand ich auch unheimlich gut gemacht. Dieser Wald, der war für mich pure Bedrohung einfach. Ich habe die ganze Zeit gefragt, mein Gott, wie kann sie sich da jetzt hinlegen gerade oder sowas? Oder wie kann sie jetzt gerade einfach da rumlaufen und den Namen von einer Person rufen dann einfach? Ich habe gedacht, überall kann doch jemand lauern gerade. Also ich glaube, ich wäre wahnsinnig da drin geworden. Hätte mir das Shirt vom Leib gerissen, mir irgendwie Schlamm, so solche Zeichen hier gemacht und ein Beil irgendwie gebastelt, so ein ganz primitives, obwohl überall Waffen rumliegen oder sowas. Ich wäre dann einfach erstmal so und wahrscheinlich so nach 2 Minuten von einem Bogenschützen erschossen worden. Natürlich. Hätte sich wahrscheinlich selbst umgebracht. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte diese Bären da wahrscheinlich gefressen. Ja, stimmt. Oder sowas. Na gut. Ja. Ich habe noch 2 Szenen, die ich sehr cool fand. Die eine einfach, das war eine der Action-Sequenzen, war wie Katniss hat am Anfang eigentlich versucht, aus der Kampfzone rauszukommen, was die Organisatoren allerdings logischerweise nicht so toll fanden und deswegen haben sie einen Waldbrand inszeniert, vor dem sie dann nachher, der sie zurück ins Kampfgebiet getrieben hat. Ich weiß nicht, warum da auf einmal fliegende Feuerbälle waren, aber es war schon ziemlich cool, wie awesome, um sie herum alles, Feuerbälle waren cool. Alles explodiert ist, sie diesen Feuerbällen ausweichen musste, der Baum aktiviert wurde, was irgendwie heißt, dass ein Baum umgekippt. Aber es war im Film, wie ich sie auch sage, können Sie den Baum aktivieren? Jawohl! Hey Sir, why do we need fireballs within a forest fire? I don't know, because fuck you or something like that. Dann, die erste Szene, die, oder nicht die erste, doch, das war wirklich die erste Szene, die sie als Badass definiert hat. Oh ja, oh ja. Vor dem Auswahlkomitee, sie ist die letzte der, nee, die vorletzte eigentlich, aber sie ist ziemlich am Ende der Leute, die da vorgestellt werden, zu sehen. Und will ihre Bodenkünste zeigen. Sie muss die Leute beeindrucken, damit sie ihr vielleicht helfen im Kampf. Und die Sponsoren hatten sich mehr fürs Spanferkel interessiert als alles genau. Weil sie eben die vorletzte war, waren die alle schon völlig abgelenkt. Mhm. Erst zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie nochmal ihren Namen laut ruft und dann gucken sie alle her. Verfehlt den Schuss aber. Alle lachen, wenden sich wieder ab. Sie macht den zweiten Schuss, der geht perfekt ins Ziel. Mhm. Kriegt nur keiner mit. Dann ist sie beleidigt. Es gibt Spanferkel. Die Leute von diesem Komitee sind nicht extra abgeschottet. Die stehen auf einer erhöhten Ebene, aber völlig für sie erreichbar. Sie nimmt den Bogen, nimmt ihren Pfeil, legt ihn ein und legt auf diese. Das Spanferkel hat den Apfel im Maul an. Und schießt diesen Apfel an die Wand. Zwischen den ganzen Leuten. Das hat alle Leute da zutiefst beeindruckt. Das war für mich, war das vom Setting her klar, dass sowas passieren wird. Ja, ich hab's auch gerochen irgendwie. Aber vor allen Dingen, was sie dann danach gemacht hat, wo sie hat einfach nur sich verbeugt und danke für ihre Aufmerksamkeit. Genau. So leicht flippisch so gesagt. Danke für ihre Aufmerksamkeit. Ja, so. Und es gibt Assholes, am besten nur so in der Und dann ist die danach kam dann ein Schnitt zu ihrem Quartier, wo die Tusse vom Anfang, ich weiß gar nicht, wer sie war, sie waren aber tierisch nervig, übermäßig geschminkt und scheiße hässlich. Die hat sich völlig ausgerastet, wie kannst du sowas tun? Woody Harrelson sitzt, steht nur da. Perfekt. Woody Harrelson approved of this action. Das war the badass seal of approval. Das war sehr geil. Woody Harrelson, ja, das stimmt. Und das hat ihr dann auch bei dem Komitee sehr viele Punkte eingebracht, obwohl der Organisator von den ganzen Spielen gesagt hat, sie hat auf ihren Kopf geschossen. Nein, sie hat auf meinen Apfel geschossen. Aber der Apfel war sehr dicht in ihrem Kopf dran. Der war nicht so begeistert, aber sie hat dann fast die Höchstpunktzahl bekommen dafür. Nochmal eben. Nimm nochmal eben kurz die Kamera. Der Waldbrand erinnert mich an eine wirklich geniale Kameraführung. Sie wurde da irgendwie am Oberschenkel verletzt und hat dann blöde Salbe bekommen, um die Wunde zu behandeln. Ja. Und da war eine etwas sehr interessante Kameraführung, wo man die Szene aus dem Kontext gerissen vollkommen falsch interpretieren könnte.
Ich glaube, du bist der Einzige, der diesen Gedankengang hatte. Durchaus möglich, aber ich fand's toll. Sie stöhnt da auf, ist mit den Händen in der Nähe der Hüfte und man kann das dermaßen falsch interpretieren. Dafür muss man das auch wollen, glaube ich. Ja, ja, ich also glaube auch. Ja, man muss wohl irgendwie vorbelastet sein. Ja. Weißt du was? Ich glaube, eine Phrase, die ich öfter sagen könnte während dieser Sendung, ist: Richard, halt's Maul! Ja. Das ist, normalerweise sage ich sowas zu ihm, aber jetzt bist du dabei. Jetzt. Nein, komm. Ist schon okay. Also ich habe auch so, also ich denke auch so, gut, kann man auch so sehen, denke ich, aber. Kann man so sehen, ja. Jetzt habe ich fast vergessen, worauf ich hinaus wollte eigentlich. Filmen so lange das Kino. Nein, ich weiß es wieder. Er weiß es wieder. Spoiler, nachdem Rue gestorben ist... Wir sind schon die ganze Zeit in der Spoiler-Sektion. Ja, ich weiß. Wir müssen die ganze Zeit so ein rotes Bing, Bing, Spoiler einblenden. Nachdem Rue gestorben ist, bricht in Distrikt 11, aus dem Rue kommt, eine kleine Rebellion aus. Halt. Weil die Leute so denken, oh mein Gott, dieses Mädchen hat sich so, ne, also um... Also mit Katniss und sowas, die haben so gut zusammengearbeitet, die haben ein bisschen Menschlichkeit da reingebracht wahrscheinlich oder was auch immer, aus welchen Gründen. Also es kann auch sein, dass es der Vater des Mädchen war, der die Revolution da angezettelt hat. Was heißt Revolution, aber den Aufstand hat. Das sind auch wieder sehr hektisch aneinander geschnittene, sehr verwackelte Szenen, dann, die einfach sehr, sehr, nicht unbedingt verstörend in dem Fall, aber... sehr, sehr deprimierend sind irgendwie, weil der Aufstand natürlich niedergeschlagen wird. Wobei ich muss sagen, ich fand die Szenen gut. Ich fand es aber ein bisschen seltsam, dass es zu diesem Aufstand kam, weil das sind die 74. Hungerspiele. Das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass da Leute austicken. Ja. Dafür war das Wachpersonal erschreckend schlecht vorbereitet und dafür sind die, bevor sie dann niedergeknüppelt wurden, dann doch sehr weit gekommen, muss ich sagen. Ja, aber vielleicht hat Katniss auch das erste, also sie hat ja Rue richtig beerdigt quasi. Ja, stimmt, das ist richtig. So und sie hat dann in die Kamera noch richtig gegrüßt und das wurde vom kompletten District 11 erwidert. Das war richtig cool, das war eine richtig awesome Szene eigentlich und sowas. Also ich denke, wir sollten mal langsam zum Schluss kommen, oder? Ja. Ja. Ach, Trailer kurz. Warte. Abschließende Meinung? Wir machen abschließende Meinung und dann machen wir die Trailer nach einem Schnitt, damit wir die davor setzen können. Nee, ich finde Trailer davor nicht so gut irgendwie. Doch, ich finde das besser. Weil die Trailer gucken wir doch davor. Obwohl, ich weiß. Aber wir haben jetzt in dem Teil zum Beispiel die Vorstellung, hallo, wir sind... Ja, ist ja auch okay. Trotzdem bin ich dafür, dass wir erst das Fazit und dann die Trailer machen. Ja. Ja. Dann mach auch! Ich finde, das ist der erste... wirklich, wirklich Must-See dieses Jahres, von Blockbustern her quasi. Die Blockbuster-Saison beginnt gerade erst. John Carter hätte ein Blockbuster sein können, wo wir alle hätten sagen können, geht rein oder sowas. Ist er nicht. Ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Der ist eigentlich ziemlich standardmäßig, sage ich mir jetzt mal so, vom Setting und, nein, nicht vom Setting, sondern vom Plot und sowas alles. Und jetzt gegen die Hungerspiele, also der stinkt dagegen total ab einfach. Der gewinnt keinen Grundboden gegen diesen Film einfach. Das ist der Wahnsinn. Und ich möchte unbedingt sehen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich die Bücher lesen werde, weil ich nicht so viel Zeit habe, wirklich um sehr viel Prosa zu lesen. Ich muss so viel für die Uni lesen, da habe ich nicht unbedingt Lust, dann noch weiterzulesen, um für Relaxation quasi zu sorgen. Und ich möchte mehr sehen davon, auf jeden Fall. Ein besseres Kompliment, finde ich, kann man im Film nicht machen. Ich möchte eine Fortsetzung haben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Also ich schließe mich Jesus an. Fortsetzung will ich auch unbedingt noch sehen davon. Und zu den Büchern. Ich habe zwar mehr als genug Bücher zu Hause rumliegen, die noch gelesen werden sollen, aber ich werde mir die Tribute von Panem wahrscheinlich noch kaufen. Du kannst dann gleich weiter mit den Trailern machen, Martin. Ja, kann ich das. Ja. Erstmal muss ich aber sagen, also ich bin auch absolut begeistert von diesem Film. Es ist bisher der beste Film des Jahres. Ich bin noch am Schwanken. J. Edgar finde ich auch noch ziemlich gut eigentlich. J. Edgar, ja, doch auch. Aber es sind verschiedene Kategorien. Ja, also ja natürlich, aber... Die Filme kann man nicht miteinander vergleichen, weil das hier ist... J. Edgar war mehr eine Dokumentation, mehr oder weniger, Biopic. Das hier ist ja nun doch... Ja, trotzdem, also... Unterhaltungskino gewesen. Wenn auch mit einer Message, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ich will auch unbedingt eine Fortsetzung sehen.
lesen. Weiß ich nicht, ob ich da Zeit zu finde. Mhm. Ja. Punkt, oder? Punkt, im Grunde Punkt. Also, ja, wie gesagt, ihr kennt jetzt unsere Meinung, es ist awesome. Jetzt kommen wir zu den lustigen Trailern, die Trailern. Wir gesehen haben. Der erste Trailer war... Natürlich, wie immer. Battleship. Und es war ein anderer Trailer. Und dieser Trailer war sowas von awesome. Also, ich habe die ganze Zeit da gesessen so, wie kann sowas Dämliches so geil aussehen? Immerhin, wir reden hier, also... Wir reden jetzt mittlerweile seit 3 Vlogs davon. Das ist die Verfilmung von Schiffe versenken. Fucking Battleship. Das ist... Das... Dieser... Gut, es ist von den Leuten, die Transformers gemacht haben. Ich habe die Transformers-Filme und vom Regisseur gesehen. Von Hancock. Und damit werben die auch noch. Ja, diese Kombination... Das vielleicht der Zweifel sein. Er zeigt eben schon mal, auf was man sich einlässt. Und dann diese Story dazu, die völlig an den Haaren herbeigezogen ist, aber... Da macht die auch keinen Hehl raus. Die kümmern sich da nicht drum. Das ist einfach hochwertiges Trash-Kino. Und ich liebe Trash-Kino. Wenn es hochwertig ist, umso besser. Und Rihanna als taffe US-Marine-Soldatin, ne? Ja, das kaufe ich auch sofort ab. Scheiß auf die Story, wenn man solche Bilder haben kann. Ja, ja. Vor allem, ich sage jedes Mal wieder, was ich toll finde, wenn ich den Trailer sehe. Beim Schiffe versenken, bei dem Spiel von Hasbro, da steckt man hier diese kleinen gelben... Stecker in die Schiffe rein, wenn ein Treffer gelandet wurde, dann gelb oder rot dann halt so. Und kein Witz, die Aliens, die schießen tatsächlich mit solchen Bomben, die so geformt sind wie die auch. Dann sowas. Also zwischenzeitlich, die schießen auch mit anderen Zerstörungsgeräten, keine Frage, aber die haben auch diese Teile, die sich dann in die Schiffe dann reinbohren und sowas. Und das ist sowas von dämlich auf so vielen Ebenen. Echt. Also... Aber er sieht geil aus, Punkt. Nee, er sieht auch nur dämlich aus, aber es ist einfach, die Idee, die dahinter steckt, macht diesen Film so ja, klasse. Absolut. Das, aber ich will ihn nicht in 3D sehen. Ich habe dieses Jahr schon viel zu viele Filme in 3D gesehen, die das Geld nicht wert waren. Deswegen war ich auch froh, heute mal einen 2D-Film zu sehen. Ja. Also hoffentlich läuft der in 2D. Gleiches trifft auch auf die Avengers zu, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das, ich freue mich total auf die Avengers. Heute haben wir wieder einen Trailer gesehen. Film? Ja genau, das war allerdings ein sehr alter Trailer schon wieder. Das war, glaube ich, der erste Trailer überhaupt. Das Blöde an den Avengers wird sein, dass sie in 3D ins Kino kommen dann halt. Und das will ich mir eigentlich nicht antun. Ich möchte eigentlich kein 3D mehr sehen, wirklich. Ja, ich auch nicht. Ich habe ein gleiches Problem mit Piraten von den Aardman Studios, die ja Wallace & Gromit mitmachen und sowas. Wunderbar, Knetgummifilm. Unbedingt gucken, will ich. Aber 3D bitte, Leute... Das ist nur Geldmacherei. Ja, also ist es auch. Ich finde vor allen Dingen schlimm, dass das 3D mir vor... Ein normales 2D-Kino gibt mir auch vor, was fokussiert und was unscharf ist. Das finde ich nur bei 3D weit störender, weil ich das Gefühl habe, ich habe Tiefenwirkung. Die habe ich aber ja nicht, weil mir der Film vorgibt, da hinten darfst du jetzt nicht hingucken, du musst dich da vorne konzentrieren. Ja. Das ist ein Problem, was ich unglaublich mit 3D habe. Ja, ich auch. Das geht mir eh nicht. Was haben wir denn noch für Filme? Also Avengers haben wir jetzt... Wir hatten noch Zorn der Titan. Zorn der Titan, ja. Und einen haben wir wieder mal vergessen irgendwie. Ja, aber diesmal war das aber nicht... Es tut mir unglaublich leid, dass wir letztes Mal Tribute von Panem vergessen haben im Trailer. Echt. Moment, oh mal, was war der vierte Trailer, den wir gesehen haben? Also Zorn der Titan war der vierte, aber dazwischen war noch einer. Avengers, Battleship... Was kommt denn noch raus, großartig, jetzt im April? Man in Black 3. Oh, stimmt. Ja! Alter, ich habe zwar nicht viel gelacht bei dem Trailer, aber ich werde mich so freuen, die beiden wieder auf der Leinwand zu sehen. Und diesmal geht's mit Zeitreisen. Das ist so geil. Die reisen ins Jahr 69 zurück, beziehungsweise Will Smith reist ins Jahr 69 zurück. Und die Aliens, die dann im Jahr 69 rumrennen, sehen aus wie Film-Aliens aus dem Jahre 69. Ja. Das ist so billig, das ist so geil. Ich freue mich da auch drauf. Und wieder mit dem Blitzding dann. Ja. Also das wird geil, einfach nur. Also, wie gesagt, und zu Zorn der Titanen kennt ihr auch unsere Meinung. Das haben wir, glaube ich, ausgiebig genug schon gesagt, dass wir den Film nicht sehen wollen. Da kann ich sagen, fuck this movie. Vielleicht bringt er was Neues zu diesem Film rein. Was sagst du zu Zorn der Titanen, zu dem Trailer? Nicht viel. Ja. Also, ihr habt es in den anderen Videos schon... ausreichend kenntlich gemacht. Gut. Ich denke, dann sind wir jetzt auch am Ende, ja, oder? Ja, Zorn der Titan werde ich mir auf DVD erst angucken. Also auch, weil ich den nicht in 3D sehen möchte. Und weil ich keine Kinokarte dafür ausgebe. Ich werde ihn gucken, aber aus der Videothek ausleihen oder
sowas in der Art. Und, kommen wir zum Ende. Ja, genau. Der Pornoproduzent hat noch irgendwas zu sagen, glaube ich. Der Pornoproduzent hat nichts mehr zu sagen. Wir machen jetzt hier Schnitt, letzten Cumshot und dann war's das. Alter, mein Gott, ich will heute Nacht noch ruhig schlafen, ey. Jetzt habe ich dich mal geschockt. Ja, das stimmt, okay. Also, So, und zur Gleichberechtigung, Martin, halt die Fresse. Ja, jetzt haben wir das jedem mal gesagt, ne? Irgendwie. Schön. Gut. Halsmaul einfach. Ich glaube, das wird eine Catchphrase irgendwie, wenn Halsmaul. Gut, damit verabschieden wir uns, denke ich mal. Ne? Martin winkt nochmal in die Kamera. Ich winke nicht in die Kamera. Ich winke nie in die Kamera. Du bist derjenige, der immer in die Kamera winkt. Wenn du unbedingt winken willst, dann wink doch. Okay, also bis zum nächsten Mal. Wir werden wahrscheinlich... Hallo! Wie gesagt, im April kommen jetzt Battleship, Avengers und Iron Sky. Du hast nur noch 20 Minuten, also fass dich kurz. Wie gesagt, Battleship, Avengers, Iron Sky. Und bestimmt gibt es zwischendurch noch den einen oder anderen Mädchenfilm, den ich gucken werde und ein Text-Review vielleicht so machen werde. So, das wird Schuchtel. Gut. Wie gesagt, wir verabschieden uns. Tüdelü. Cut!